Meine Damen und Herren, wir sind etwas spät dran, aber jetzt endlich darf ich Sie recht herzlich begrüßen hier in Rheinberg in der Großraumsporthalle. Herzlich willkommen! Und ich möchte nun unsere Ehrengäste in den Ring bitten. John Berlin aus den Niederlanden. Herzlich willkommen in Rheinberg. Den neunfachen Weltmeister Ilhami Özden. Und natürlich auch den Vorsitzenden des ausrichtenden Vereins, den Großmeister Hayrettin Sakar. Ich begrüße Johnny Brandt, den Weltmeister im Kickboxen. Und last but not least den Großmeister Turan Bostanci. Begrüßen möchte ich an dieser Stelle den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Rheinberg, Herrn Peter Maas, den ich auch in den Ring bitten möchte. Und Peter Maas wird einige Grußworte an Sie richten. Sehr geehrter Herr Sakar, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kampfsports, vielen Dank für die Einladung zum diesjährigen IBF Leagues, der ich in meiner Eigenschaft als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Rheinberg gerne gefolgt bin. Herr Bürgermeister Menneken ist heute aufgrund anderer Termine leider verhindert, lässt Ihnen aber seine besten Grüße auch im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Rheinberg ausrichten. Nachdem wir im vergangenen Jahr zum 15-jährigen Bestehen des Vereins gratulieren konnten, ist es heute die 15. Kampfsportgala, die es zu feiern gilt. Herzlichen Glückwunsch den Verantwortlichen von Bodo Sport Sakar zu diesem kleinen Jubiläum und alles Gute für die Zukunft. Wir alle freuen uns, dass Sie sich in Rheinberg etabliert haben und dass in unserer Stadt ein Verein, der sogar international erfolgreich Sportler hervorgebracht hat, aktiv ist. Kampfsport in all seinen Facetten ist eine Sportart, bei der neben dem sportlichen Aspekt auch die Persönlichkeitsbildung im Vordergrund steht. Dieses Konzept findet in der heutigen Zeit immer mehr Anhänger. Im Rahmen der sportlichen Erziehung werden hierbei auch Werte vermittelt wie Disziplin, Höflichkeit, Mut und Gemeinschaft. Dies ist besonders für die jungen Sportler von großer Bedeutung. Viele haben hier nicht nur ihre sportliche Heimat gefunden, sondern auch neue Freunde gewonnen. Vor allem aber haben sie sich Ziele gesetzt, an deren Erreichung nun gearbeitet wird. So wird die Freizeit sinnvoll genutzt. Die Austragung von Kämpfen und Wettkämpfen ist sicherlich noch ein weiterer Anreiz für die gesteckten Ziele. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, sehr geehrte Mitwirkende, lassen Sie sich an diesem Wochenende vom Sport, von der Musik
und der begeisternden Stimmung, wie sie auch in den vergangenen Jahren vorherrschte, begeistern. Freuen wir uns auf einen unterhaltsamen und mitreißenden Abend. Ihnen allen für die Zukunft alles Gute und den Kämpfern sage ich, bleiben Sie gesund. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Peter Maas. Und ich möchte Ihnen nun unser Kampfgericht vorstellen. Als erstes, er ist schon im Ring, John Devin. Zum Kampfgericht gehört weiterhin Ilhami Özden. Und er darf dabei nicht fehlen, Hayrettin Zakar. Hüseyin Kirici. Wo ist er? Ich darf ihn vorstellen, Ismail Chankaya. Adnan Alay. Sinan Ermiz. Dennis Esche. Und Siegfried Novak. Begrüßen darf ich weiterhin den Ringarzt unserer heutigen Veranstaltung, Herrn Dr. Messinger. Der Ismail ist auch da, Ismail Chankaya, der uns im Kampf gelegt, wunderbar, er ist auch da. So, dann darf ich Ihnen ganz kurz noch die einzelnen Teams vorstellen. Aus Hagen das Team Jürgen Henke. Das Team Weidehaus, BSU Wuppertal, Johnny Brandt, Mönchengladbach, Friedenfeind, Zeitlich Herne, Power Sports, Ualtai Dortmund. Natürlich der Gastgeber der heutigen Veranstaltung, Budo Sport Zakar.